die Höhle der Genese immer noch. Werden wir die Bosse besiegen? Da ist die Treppe. Die Stunde der Wahrheit ist so gut wie angebrochen. Wie mein Ex-Lehrer jetzt sagen würde. Wir haben Turbo. Was bitte ist Turbo? Das, ist das nicht so, so eine Droge aus Fallout? Turbo? Ich glaube, da gab es eine. Steigert die Agilität. Ach so. Natürlich hätte ich mir denken können. Eigentlich hätte ich das wirklich. Aber ja, ich spekuliere gerne Sachen. Und wir steigen. War es das finale Level auf 99? Yay! Geil. So, wir sind dann auf der letzten Ebene angekommen. Wir können jetzt hier hingehen. Zu diesem Boss. Oder wir können auf die andere Seite zu einem anderen Boss gehen. Welchen nehmen wir zuerst? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, welcher welcher ist, aber... Ich denke mal, der die Kiste hat, ist stärker. Deswegen würde ich sagen, erstmal den Schwächeren. So, heilen wir uns. Ich habe gesagt, ich wollte die Stat-Boost-Items vergeben. Das mache ich mal. Wo sind die denn? Steigert im Kampf den Max-HP-Wert. Im Kampf, oder? Okay, wirklich. Ach so. Wirklich doch nur im Kampf. Okay. Sowas habe ich noch nie gefunden, glaube ich, vorher. Ach, das ist auch nur im Kampf. Das ist auch... Ach so. Dann sind wirklich nur diese komische Goldapfel-Kack. Oder Silberapfel. Doch, Kraftbolzen haben wir doch auch. Hm, komisch. Na egal. Hey, Dark Dragon hat jetzt 900. Super. Doch, hier, die sind auch passive Steigerungen. Okay. Okay, es gibt wohl die passiven und die aktiven Steigerungen. Stärke, jetzt geben wir einfach Bob. Turbo. Agilität. Konstitution. Und einmal Glück. Kritische Treffer sind immer gut. So, jetzt haben wir uns einfach nochmal. Ja, so episch wird das. Jetzt füllen wir noch MP auf. Bei allen. Das ist ja auch toll. Reuti ist der einzige, der perfekte HP und MP-Werte hat. Irgendwie geil. Abgesehen davon, dass wir Reuti gerne dissen. Abspeichern. Bin ich bereit? Ist es all diese Vorbereitungszeit jetzt wert? Wird es geil? Ich würde sagen, ja. Schon 1000 Jahre lang hat mich niemand herausgefordert. Lasst uns herausfinden, wer von uns der Stärkere ist. Omega. Ja, sieht nicht nach viel aus, das Viech, aber... Ich denke mal, das wird doch ganz spannend. Wie üblich die ganzen Vorbereitungen hier. Erdbeben. Instant Death Zauber kennen wir ja, hat zum Glück keinen getroffen. Wir machen ihm sau wenig Schaden, wie ihr seht. Der hat extremst Verteidigung. Selbst mit Buffs ist das nicht wirklich viel, was wir eben machen. Energiestoß, das ist wohl die übelste Attacke, die uns in dem Kampf wieder... Okay, so übel war sie doch nicht. Ich hatte die Stärke in Erinnerung. Aber Omega ist jetzt halt auch nicht der Schwere der beiden Bosse.
Er ist einfach nur, er zieht sich lange. Er hat sehr viel HP und wir machen ihm wirklich kaum Schaden, wie ihr schon gesehen habt. Der Kampf kann vielleicht sogar in zwei Parts gehen. Ich meine 100. Okay, Dinge, Bob macht 700. Auch lustig. Na, der Gegner hat aber trotzdem über 30.000 Lebenspunkte. Was jetzt nicht gerade wenig ist in Final Fantasy 1. Heute heilt einfach immer hoch. Testen mal, was stärker ist, Flare oder Blitzgar. Seine normale Attacke haut auch ganz schön rein, muss ich sagen. 500 ist nicht schlecht. Flare. Okay, macht so ziemlich gleich viel Schaden. So, ja, was lassen wir jetzt Reuti machen? Sanktus? Ja. Nein, Reuti hatte doch was zu tun. Er heilt mit, nee, nicht gerade mit Vitaga, das ist ja schon wieder Übertreibung. So, Magie. Nee, stimmt, wir könnten eigentlich noch mehr buffen. Ne? Das deckt doch. Erdbeben. Gott sei Dank bleiben wir davon schon. Wie gesagt, die Buffs stacken. Das heißt, vielleicht können wir so doch etwas Geschwindigkeit in den Kampf reinbringen. Und Reuti hat immer noch nichts zu tun, also haut drauf. Reuti haut doch besser nicht mehr drauf. Gesehen, dass das nicht wirklich viel bringt. Komm, einfach Ex-Al, warum nicht? Wir können's ja. Wir haben's auch an einem MP und so. Oh ja, tschüss. Ja, verschwendeter Zauber. Kacke, das ist gar nicht mal toll. Das ist ziemlich scheiße, wenn unser Main-Tank tot ist. Sollten wir besser gleich mal wieder beleben. Mit Erzengel, ja, warum nicht? Zaubern weiter. Energiestoß. So, Erzengel. Das Problem ist jetzt, dass wir Tobi neu buffen müssen. Da er alle verloren hat. Guckt, er ist so toll sichtbar. Reichen noch eigentlich diese Einzelzauber, oder? Nee, Bob macht mal was. Seine Buff-Runde jetzt hier. Das normale Brotes. Und schlecht. Nächste Runde könnte wieder einer drauf gehen, wenn er den Normangriff macht, bevor wir heilen können. Das wird ziemlich kacke. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass er Tobi entschließt. Der könnte das immer noch überleben. Glaube ich. Hoffe ich. Ja, habe ich nicht eigentlich hier diesen Ausweis sauber gemacht? Na, okay. Erdbeben. Hilft ihm nicht viel. Ich hatte mit Dark Dragon ernsthaft normal angegriffen. Schlecht. Verschwendete Runde, yay. Wo ist, nee, nicht Magie. Attacke. Magie. Blitzgar. Ich will, dass Tobi mit unsichtbar ist. Ah ja. Auf Bob für exorbitant viel Schaden. Ja, das ist damit unsichtbar. Genau so will ich das. Genau so.
Okay, Attacke. Schlecht, Bob tot. Das heißt, verschwendeter Zauber Nummer 2. toll. Seht ihr, doch gar nicht so einfach, würde ich mal sagen. Er schafft es, Leute von uns zu killen. Das gefällt mir nicht. Ich glaube auch, bei meinem ersten Playthrough habe ich... ich bin gegen den Boss nicht Game Over gegangen. Gegen den anderen aber mehrere Male. Mal sehen, wie es da wird. Oder wie es hier wird. Ich glaube auch, dass dieser Kampf nicht so schwer ist. Er ist nur lang und... Naja. Das ist wieder so eine Buff-Runde. Nee, das können wir nicht durchziehen. Wir müssen heilen, sonst geht es uns an den Kragen. Erdbeben. Okay. Mann, das ist das spannend. Eigentlich nicht. Eigentlich ist es irgendwie lame. Wir haben schließlich schon alle seine Attacken, glaube ich, gesehen. Und ich weiß auch gerade nicht, wie viel ich ihm abgezogen habe. Attacke, Magie. Reicht. Der soll nicht nochmal sterben. Vitagar. Ich hoffe, er greift jetzt nicht mit dem Energiestrahl an. Scheiße, ey. Ich hab aber auch ein Glück. Das muss ich wiederbeleben. Oh, Erzengel. Nicht Feuer, oh Gott, bist du des Wahnsinns. Oh, fuck. Oh. Ungeil. Ich glaube, wir sind so ein bisschen am Arsch. Ich glaube, wir sind etwas am Arsch. Phoenix Federn, wo seid ihr? Bob, stirb nicht. Gott, wenn er die nächste Runde den Energiestrahl macht, dann sind wir am Arsch. Dann war's das. Dann bin ich Game Over gegangen. Gegen Omega. Na okay, bei dem darf man das. Nee, das können wir nicht so machen. Feind Elixier oder... Ich bin ja eigentlich so ein Item-Horter, das tut mir dann schon fast weh, sowas einzusetzen, aber... Wenn nicht jetzt, wann dann? Buff mal neu. Ich hoffe, er macht das Erdbeben jetzt, sonst war's das. Ja, tötet den, der das Final Elixier einsetzen soll. Nett. Ja, jetzt bufft den alle schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Benutze eine Phönixfeder. Und dann heilen. Heilbar. Blitzgar. Warum? Was habe ich Heilrage? Oh, dumm. Oh, ich bin so blöd.
Heilgar sollst du machen. Wenigstens hast du das Final Elixier nicht verbraucht. Energie. Ach ja. Ich glaube, das war's für uns. Ich glaube so ein bisschen, das war's für uns. Wir brauchen den Weißmagier. Der ist wichtig. Ach, ihr seid scheiße. Omega, du bist ein Wichser. Oh! Ich glaube, das hat keine Zukunft hier, dieser Kampf. Weiter Phönix federn. Ich hoffe mal, das ist jetzt irgendwie so totaler Fehler und ich könnte das ein... Ach! Fokus den Heiler! Omega, du bist ein Stück Dreck. Er müsste eigentlich nur den Energiestrahl machen und dann könnte er mein Leiden hier verschnellern. Also müsste ich nochmal gegen ihn kämpfen. Erdbeben, oh Gott sei Dank, Omega, du gibst mir freie Runden. Du bist nett. So, sorry Leute, ich muss den Kampf schneiden. ich warte, bis ich wieder im Auswahlmenü bin. Ich muss den Kampf in mehrere Parts teilen.